Steffi, es geht im Film ums Heiraten. Ja. Wie sähe für Sie eine Traumhochzeit aus? Eine Traumhochzeit für mich ganz persönlich? Es kommt natürlich darauf an, wen man heiratet und mit welchem Impetus oder so, ja. Aber für mich eine Traumhochzeit... ich habe ja schon mal geheiratet. Das war schon eine Traumhochzeit. Die war so ganz schlicht und simpel und aber in New York und darum doch ganz aufregend, aber gleichzeitig ganz entspannt. Und ich weiß gar nicht, was ich mir, wenn ich nochmal heirate, was ich mir dann wünschen würde. Ich weiß gar nicht. Ich glaube wieder was ganz Intimes, vielleicht mit ganz wenig Leuten und irgendwie sowas ganz Vertrauliches, ohne großes Spektakel. Könnte ich mir vorstellen. Aber das ist so, ich weiß es gerade gar nicht genau. Wie war es an der Seite von Till Schweiger zu spielen? Ach, Till ist einfach so eine Granate. Der ist ein Filmwahnsinniger im besten Sinne. Der hat eine unglaubliche Energie, mit der er alle mitreißt. Sein Team, seine Mitspieler, alle. Till kann ganz klar direkt und streng sein, aber immer voller Liebe und voller Herz. Und der holt einfach immer das Beste aus einem raus. Und ich arbeite voll gerne mit ihm.